Und damit hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge des Risen 1 Let's Plays, wo wir letzte Folge beim Don waren, jetzt zurück sind zur Hafenstadt und einmal hier kurz gucken wollten, ob wir mit ein paar Leuten reden können sollen dürfen. Und wir ja eigentlich mit den Inquisitor reden sollen, mit den Anführern in der Vulkanfestung und fragen sollen, was er denn möchte, damit Frieden herrschen kann. Und ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich denke, die werden mich in der Vulkanfestung einsperren. Dann darf ich mich da rauskämpfen. Und werde einmal alles verlieren, außer meine Stats. Aber, ja, naja, so wird es wohl sein. Also zumindest gehe ich davon aus, ich würde mich stark wundern, wenn dieser Plot-Twist nicht eintritt. So, einmal mit ihm hier reden. Ich habe dein Paket bei Don Esteban abgeliefert. Sehr gut. Und? Was hat er gesagt? Er war sauer. Du hast ihn schon ziemlich lange warten lassen, wie es aussieht. Ah, verdammt, ich hab's geahnt. Naja, ich hoffe, er wird mir nicht gleich den Kopf abreißen, wenn wir uns begegnen. Das ist dein Problem. Ah, na gut. Danke für die Nachricht. Und 500 Gold, Mensch. Lass uns handeln. Ja, gut. Hiervon brauche ich nichts. Da sind wir wieder bei unseren 1100 von letzten Mal. So, jetzt die große, große Preisfrage. Jetzt laufe ich hier einmal raus und wir wollen wissen, was denn? Ob ich angegriffen werde mit dieser Rüstung. Interessiert das hier jemanden? Nö. Später vielleicht. Interessiert niemanden. Reden wir einmal ganz kurz mit Patty. Dann noch mit dem Piratenanführer. Mit den Piraten und dann noch mit den Anführern hier in der Stadt. Und wenn die alle nichts wollen, dann hauen wir hier auch wieder ab, ne? Es ist ja nicht relevant. Ich hörte, du gehörst jetzt zur Bande des Don. Wenn das mal eine gute Idee war. Was stimmt damit nicht? Das sind doch bloß Verbrecher. Rauben und stehlen, was das Zeug hält. Ach was, Piraten haben auch keinen besonders guten Ruf, hab ich gehört. Ja, schon gut. Lassen wir das. Ja. Zeig mir deine Ware. Und sie will immer noch nicht aus der Stadt, dabei könnte ich sie rausbringen. Ach ja, Frauen. Immer nur Vorwürfe, aber keine konstruktive Kritik. Egal, wir tun schon wieder Frauenhass raushauen. Aber es ist doch so, ganz ehrlich, was soll denn die Scheiße machen? Wirft zumindest vor und ist selber egal. Und raus will sie auch nicht, obwohl ich es hier schon tausendmal anbieten will, gibt sie mir diese Option nicht. Naja. Egal, mich interessiert im Speziellen. Suchst du wen? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Hier hinten noch? Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Willkommen in der Bande. Ja, aber leider nichts Relevantes. Wir können doch mit reden. Wie hieß er denn? Belgard? Irgendwas mit B war es, glaube ich. Hey, Schuhe. Schade, dass du dich für den Weg des Jägers entschlossen hast. Naja, wünsche dir trotzdem Glück und die Kraft für deine schwierigen Aufgaben auf dieser Insel. Also anscheinend tut meine Rüstung mich verraten. Mit deinen Problemen musst du wohl allein werden. Aber es ist für viele wohl kein Thema, dass ich das jetzt auch bin, also. Das ist wiederum dann sehr erstaunlich, dass es kein ernsthaftes Problem darstellt. Frag jemand anderen. Na gut. Der Schwur war übrigens der Name. Reden wir jetzt noch mit den einen Typen da unten. Und dann noch mit den Piratendingels da. Anführer. Mit ihm hier wollte ich noch reden, weil er ja auch für den Don arbeitet. Gut, dass du dich entschieden hast, einer von uns zu werden. Wurde ja auch Zeit. Ja, naja. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Sieht wohl so aus, als hätten die Banditen Nachwuchs bekommen, was?
Eine Schande ist das. Ja. Okay, also anscheinend weiß meine Rüstung automatisch, dass ich Bandit bin. Aber anscheinend werden Banditen hier in der Stadt geduldet? Was? Wenn die wissen, wer hier die Anführer war? Weitergehen, Bandit. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, ja. Sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. So, jetzt reden wir noch einmal mit ihm hier. Ist was? Gut, interessiert das nicht. Wie sieht's mit euch hier hinten aus? Macht ihr immer noch Liebe auf der Rückseite des Turms? Macht ihr... Probleme haben wir. Mir geht's alle. Ach, Dick. Und dir? Mensch, wenn du schon Schwanz heißt auf Englisch, dann könntest du doch auch mal, anstatt sie nur beim Tanzen zuzugucken und Sumpfkraut zu rauchen, auch mal rangehen. Ach ja. Naja. Was habe ich von Ihnen schon erwartet? Ja, und jetzt reden wir noch einmal mit dem großen Anführer hier in der Stadt. Ich glaube aber nicht, dass er noch ansatzweise Bock hat, viel mit mir zu reden. Ich denke, die Sache wird sich recht zügig erledigt haben. Wir haben noch einen anderen, können wir noch reden. Der auch zu den Banditen gehört. Aber der wird wahrscheinlich auch nichts Besonderes zu mir sagen. Ja, wahrscheinlich nicht. Und zwar... Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Ja, hier hinten. Ja, nicht. Ja, dort. Ich hörte, der Don hat dich in der Bande aufgenommen. Sehr gut. Ich hatte schon die Befürchtung, dass dich die Weißen rekrutiert hätten. Ja. Okay. Ist das hier der Schmied, mit dem ich das letzte Mal noch reden wollte? Ja, Mensch. Was kannst... Interessiert mich nicht, braucht deine Hilfe. Worum geht's? Interessiert mich auch nicht. Okay, gut. Ihn wird's auch nicht interessieren, ne? Hallo, wir laufen die Ausgrabungen in unserem Lager. Wenn es so weiterläuft wie bisher, kann das noch ewig dauern. Wird Zeit, dass das endet und wir die Stadt wieder übernehmen. Ja, aber mit den paar Leuten... Das ist ja quasi ein Himmelfahrtskommando. So, jetzt hier oben mit den Anführern reden, ob der was von mir Besonderes will. Ansonsten geht's danach zur Vulkanfestung. Wenn der überhaupt noch mit mir redet. Mach was anderes. Gerade nicht. Verschwinde, Bandit! Ja, er bildet mich auch nicht mehr aus. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt die Rüstung ausziehe? Verschwinde, Bandit! Nee, er weiß es trotzdem. Na gut. So. Jetzt möchte ich noch einmal mit ihm hier reden. Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Hast du noch was zu tun für mich? Vergiss es. Du bist mir zu oft in einem Atemzug mit den Banditen genannt worden. Ich bin besser beraten, wenn ich mich nicht mit dir einlasse. Ja. Ja, ja. Gut, ihr seht. Entscheidungen wurden getroffen. Noch endgültiger als zuvor. Also, auf geht's zur Vulkanfestung. Und wahrscheinlich werden wir uns jetzt auch die Möglichkeit verbaut haben, Siegel zu lernen. Und werden niemals diese Runen benutzen können, um mich zu heilen. Ich Pech habe. Weil ich mich zu früh für einen Weg entschieden habe. Naja. Dann ist dem so. Und jetzt stellt sich natürlich die große, große Preisfrage. Ob ich überhaupt zur Vulkanfestung sinnvoll reinkomme. Wie gesagt, ich habe da meine Zweifel, aber wir laufen da jetzt einfach hin und ne, laufen den Hauptweg und mehr als abgefangen werden können wir nicht. Und der Don hat ja gesagt, wir sollen am besten probieren zu sagen, dass wir für Frieden sorgen wollen. Und dann gucken wir doch mal, was passiert. Das machen wir auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Schwächste auf der Brust, ich habe eine ganz gute Waffe.
Wildrüstung. Naja. Aber ich habe zumindest was an, was sinnvoll ist. Und deswegen mach jetzt nicht so die großen Sorgen, dass es massiv schief gehen könnte. Heißt nicht, dass es perfekt klappen wird, aber ich mache mir jetzt nicht so die großen Sorgen. Und zwar, ich zeige euch auch gleich, wo wir lang gehen. Ich meine, es dürfte ja theoretisch jetzt nicht sonderlich weit zur Vulkanfestung sein. So groß ist die Insel ja bis jetzt laut Karte nicht. Ich zeige euch gleich, sobald wir angekommen sind, wo wir sind und wo ich mir vorstelle, lang zu laufen. Und zwar... hier hoch gehen wir jetzt. Da steht auch dran, Vulkanfestung. Da oben sehen wir sie, glaube ich, auch schon. Ich weiß es nicht. Und auf der Karte sind wir jetzt hier. Ne, ist klar. Und wollen jetzt diesen Weg nach da oben laufen. Wir könnten auch hier hinten rumgehen. Weiß das. Aber wir laufen mal diesen Weg und gucken, was die zu uns sagen. Oder ob die überhaupt noch mit uns reden. Oder ob die gleich sagen, wir sollen uns verpissen. Mach dich nützlich. Ja, war ich hier schon drin oder habe ich mich hier nicht reingetraut? Hier war ich definitiv noch nicht drin, ne? Das kann auch jetzt passieren, dass sie das sehr... sehr negativ auffassen. Wenn wir hier reingehen. Aber wir können also erstmal in der ersten Falle sterben, von daher. Wen interessiert's, ne? Schon meine erste Vermutung, wie wir da reinkommen. Ihr seht das da oben. Wir haben, glaube ich, noch einen Telekinesisch-Zauberspruch, oder? Nee, haben wir keinen mehr. Schade, wir haben nur die Rune und die können wir nicht benutzen. Mission erschaffen, Lichtzauber, bitte erzählen. Nee, wir kommen da nicht rein. Schade. Na gut. Jetzt ist auch die Frage, erkunde ich jetzt hier den Weg vollständig? Ich meine, warum nicht? Gibt es jetzt keinen Grund zu sagen, ich erkunde den Weg nicht? Wir hätten dann nur noch, wenn wir hier so die Ecke irgendwo nehmen, hier diese Ecke nicht erkundet und hier logischerweise nicht. Aber hier weiß ich ja, wo ich nicht war. Demzufolge, ja komm, nehmen wir hier das Wichtigste mit. Wir werden schon nicht dran sterben. Und wenn, dann laden wir einfach neu. Ja. Grabmotten sind kein Problem. Werden es auch so schnell nicht werden. Gehen wir kurz hier gucken, ja. War nicht noch eine Pflanze irgendwo? Die habe ich zwar nicht gesehen, aber... da haben wir nochmal Kraut, da nochmal Pilze. Machen wir uns noch nützlich als Blümchenpflücker. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo runterfalle, wo ich nicht runterfallen will. Eigentlich wollte ich ja die Seite erkunden, jetzt sind wir auf der hier angekommen, aber das passt schon. Dahin. Da noch eine Pflanze. Ihr kennt das ja mit den Pflanzenlooten, das ist ja immer eine gute Idee. Ich versuche das nicht zu übertreiben. Aber alles, was wir so direkt finden und einen quasi angrinst, nehmen wir selbstverständlich an Pflanzen auch mit. Also ich werde nicht irgendwie jetzt rumrennen und in jeder letzten Ecke gucken, ob da vielleicht irgendwo ein Pflänzchen versteckt ist. Aber wenn wir eh überall sind und alles uns angucken... dann können wir zumindest auch versuchen... das Wichtigste mitzunehmen. Wir machen wahrscheinlich gerade irgendeine Quest. Machen die auch fix fertig.
Mutig wird da unten sich gleich einer freuen, dass wir es gemacht haben. Wird sich dann wundern, warum ein Bandit nett zu denen hier ist, aber... Wir sind ja nur interessiert am Loot, ne? So. Questerfolg, wunderschön. Quest gemacht, die wir nicht haben. Ach ja. Eine der wenigen Eigenarten, die wir haben ja schon öfters in Singleplayer-Spielen gehabt, dass die Quests erledigt werden, ohne dass wir irgendwas dafür machen müssen. Weder die Quest annehmen noch abgeben. Was ich bis heute eine unschöne Mechanik finde. Ich mag das einfach mehr, wenn das so wie bei WoW ist und ich die Quest erst annehmen muss, dann dahin latsche, die Quest mache und dann die Quest abgebe. Oder zumindest, wenn die Quest schon erledigt ist, ohne dass ich wusste, dass das eine Quest ist, ich zumindest nicht so wie hier so ein mit den Finger aufs Auge gedrückt bekomme, dass ich gerade eine Quest mache, sondern dass ich dann nicht gar nicht weiß, dass ich gerade eine Quest gemacht habe. Und einfach nur, wenn ich bei dem NPC ankomme und sage, jo, das habe ich schon gemacht, und dann kriege ich auf einmal die XP. Ja, also einfach laut dem Motto, machen, abholen, glücklich sein. Das wäre eigentlich so der Spielstil, der mir mehr zusagen würde. Aber gut, okay. Ich werde damit leben müssen. Ich weiß, es gibt sehr viele von euch, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit anders darüber denken. Die diese Mechanik sehr wahrscheinlich als schön und gut ansehen. Ich zähle mich nicht dazu. So, haben wir die auch noch getötet, die Erfahrung mitgenommen. In der Kiste wird wahrscheinlich sogar jetzt noch das drin sein, was ich eigentlich haben will. Mal von vorn. Links, rechts. Ach, verdammt. Abgebrochen. Links, rechts. Na also. Dieses Mal war es nicht gespiegelt. Ist es nicht das, warum wir hier waren? Egal. Ich dachte, wir kriegen noch diesen einen Beutel, den wir haben wollen von diesen Goblins. Aber okay. Haben wir nicht gekriegt. Gnomen. Doch, da war er. Werkzeugbeutel. Mensch, einer hat ihn dabei gehabt. Ich muss auch alles looten. Den noch. Hier noch die Waffe. Ihn noch. Noch ein Beutel. Sehr schön. Davon brauchen wir ja 15 Stück. Falls ihr euch dran entsinnen könnt. So, sind ja noch irgendwelche Waffen versteckt. An euren Leichen. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ja, ja, ist okay. Da noch. Ja, und ich würde sagen, wir werden jetzt hier definitiv noch sinnvoll versuchen zu erkunden. Warum auch nicht? Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Hier ist noch die Frage, ob wir jetzt hier reingehen. Ob wir das überhaupt überleben, wenn wir da reingehen. Oder ob wir überhaupt reinkommen. Fragen über Fragen. Reinkommen tun wir. Überleben weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, wir erkunden das Ding jetzt ja einfach so weit, wie wir können. Es gibt für mich jetzt keinen Grund, hier nicht reinzugehen. Außer, dass ich irgendwie sterbe. Und wir wissen ja mittlerweile auch schon, dass, wenn wir irgendwo nicht rein sollen, dass da auch natürliche Barrieren vom Spiel gebaut werden. Von daher können wir es auch erkunden. Ne? Das Spiel hat mir schon einige natürliche Barrieren gezeigt, wo ich gesehen habe, dass ich nicht weiterkomme. Und daher gibt es hier entweder viel zu starke Mobs oder etwas, wo wir nicht reinkommen. Eins von beiden wird es schon sein. So schaffe ich dich. Aber ich habe schon mal einen getötet. Ja, wir haben schon mal einen getötet. Und ich glaube, die Rüstung drückt richtig rein, wenn ich das hier sehe. Mann. Wenn ich mal angucke, wie viele Hiebe ich von ihm gerade überlebt habe, dann war das schon unerwartet gut. Gehen wir den da noch töten. Dann gehen wir in die nächste Folge. Oh, yeah. Oh, yeah.
versuch gerade rauszukriegen. Wie wir ihn am besten tötet. Okay, machen wir es so. Alles klar, wir gehen einmal die nächste Folge, dann erkunden wir hier die Ruine weiter. Selbstverständlich. Und ja, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, damit ihr mich schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage immer zum Schluss. Tschüss mit Ö!